schaut euch das mal an. Die übernachten gerade in einem richtig gruseligen Wald. Zusammen mit Okri und Lilly und Nelly ist gerade am Schlafen. Ey, habt ihr eine Idee, was wir zusammen spielen können? Oh ja, ich habe eine richtig gute Idee. Hä? Aber ihr dürft euch nicht zu laut erschrecken, weil sonst wird Nelly aufstehen. Haha, ich erzähle euch eine Gruselgeschichte. Also passt auf, Simulacchio und Lilly. Lilly, kann ich zu dir kommen? Damit ich nicht Angst kriege. Ich bekomme doch Angst. Ich muss mich bei dir verstecken. Ja, guck mal, wir kuscheln ganz nebeneinander, damit ich keine Angst kriege. Hey, Freunde, ihr wisst ganz genau, was ich vorhab. Okay, Ukrit, erzähl schon! Dann hört mal ganz genau zu. Es war mal ein Killer-Clown. Oh nein, oh nein! Killer-Clown! Mit einer Kette! Oh nein, ich muss abhauen! Ey, Ukrit! Warum soll ich so Angst? Weißt du was? Nee, das können wir nicht machen. Du machst mir zu viel Angst. Okri, woher hast du eigentlich eine Kettensäge? Ich war eben noch ein bisschen Holzfarben. Naja, also was sollen wir denn sonst spielen, wenn du so viel Angst hast, du kleiner Schisser, Simlucky? Ich bin kein Schisser. Lilly, hast du einen Vorschlag? Lass uns doch Verstecken spielen. Hä, Verstecken? Nee, das geht gar nicht, Lilly. Es ist doch dunkel. Wir können uns gar nicht finden. Warte mal, Okri, wo bist du bitte sehr hin? Okri, wo bist du? Ah, Okri, wir müssen da hingekommen. Oh Mann, du bist wieder erschrocken. Du bist echt gruselig heute. Ich habe eine bessere Idee. Schaut mal, wie wär's, wenn wir Wahrheit oder Pflicht spielen? Hä? Oder Pflicht? Oh Mann, ich will das aber gar nicht. Ich möchte das auch nicht. Ich will nicht meine Geheimnisse euch verraten. Aha, ihr seid also Schisser. Also. Ich bin kein Schisser. Ich mach mit. Okay, ich und Lilly sind dabei. Okay, bist du auch dabei? Macht, dann muss ich beweisen, dass ich cooler als meine Schwester bin. Du hast keine Chance. Ich habe viel coolere Pflichten, Aufgaben als du. Yo, yeah, yeah, bam. Oh, nee, stopp. Die Pflichten werden nicht wir entscheiden, sondern dieser magische Dropper hier vorne. Was zum... Okay, alles klar. Und da sind ganz viele Fragen drin. Und Freunde, was sie nicht wissen, ist, ich habe das extra vorbereitet. Ich werde da ein paar Fragen mit reinmachen. Und zwar ein paar Sassy-Fragen. Du musst jemanden küssen. Hast du einen Crush? Ich werde schon sehen, Freunde. Ich werde später einfach in diesen Dropper reintun. Was für Fragen sind denn da drin? Ja, da sind ganz normale Pflichten drin. Zum Beispiel die Glatze steigen. Oh mein Freund, das ist so übertrieben. Nein, nicht reinschauen. Das ist verboten. Dann würde ich sagen, wer drückt als erstes auf den magischen Dropper und wird Wahrheit oder Pflicht beginnen. Ich werd's machen. Let's go. Denn ich bin der Krasseste und ich habe vor nichts Angst. Aber du wirst eine schwierige Aufgabe bestimmt bekommen. Schwierig? Nein, ich krieg die beste Aufgabe. Und let's go. Ich habe was bekommen. Okay, jetzt muss ich nur noch schauen, was es ist. Und was will es sein? Warte mal, was ist das bitte sehr für eine Aufgabe? Mit Haien im Wasser schwimmen. Wie soll ich das bitte sehr tun? Du musst jetzt mit Haien im Wasser schwimmen. Hey, was für Noob? Das ist richtig gefährlich. Was sind das für Aufgaben dort im Dropper? Tja, Aufgabe ist Aufgabe. Oh nein, das ist Wahrheit oder Pflicht. Das heißt, ich muss es machen. Und was, wenn ich das nicht tue? Hä? Dann bekommst du die schlimmste Bestrafung, was? Die du dir jemals vorstellen. Oh nein, okay. Aber wartet. Wir haben die Bestrafung noch gar nicht festgelegt. Was habt ihr für eine Idee für eine Bestrafung? Bestrafung? Lass mich mal kurz überlegen. Du musst den Hotchip essen. Was denn? Hotchip? Oh nein. Das heißt, ich mache lieber die Pflichtaufgabe. Ich habe eine bessere Bestrafung. Der Verlierer, der seine Aufgaben nicht erfüllt, der muss die Pupsi von Billy essen. Was? Oh nein. Okay, ich werde auf jeden Fall die Aufgabe machen. Warte mal. Was passiert hier? Werden wir gerade etwa teleportiert? Wow. Freunde, wo sind wir jetzt hier bitte sehr? Hä? Warte mal, das sieht nach einem Heilbecken aus. Heilbecken? Du hast 20 Sekunden. Da sind gar keine Heilbecken. Was machst du? Warum hältst du mich hier fest? Wie rein der 20 Sekunden? Oh nein, das halte ich doch niemals aus. Aber hier sind gar keine Haie. Und du bisschen baden. Ey, schuss mich doch nicht runter. Ja, entspannt. Ich kann ein bisschen baden. Hier sind sowieso keine Haie, Freunde. Simlucky, du weißt ganz genau, hier vorne ist ein Angel-High-Spot. Und das heißt, diese ganz viele Haie. Wirklich? Nein, das stimmt gar nicht. Oh nein, Freunde. Was macht dieser Hai dort vorne? Oh nein, Freunde, ich glaube, das hat ein paar Haie. Ich muss schnell weg. Und schnell an. Freunde, ich habe ein halbes Herz. Bitte helf mir schnell. Helf mir, Freunde. Oh nein. Aufgehen, das ist zu viele. Das ist ein Hammerfisch, ey. Freunde, was mache ich eigentlich hier? Ey, das werdet ihr so. Aua. Das werdet ihr so zurückkriegen. Wow.
Freunde, wir sind wieder zurück. Oh Mann, das hat echt weh. Und wie sind wir bitte sehr dorthin gekommen? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht nur ein Wahrheit- oder Pflichtspiel. Das ist ein richtig ernstes um Leben und Tod Wahrheit- oder Pflichtspiel. Ah, oh nein! Ey, wisst ihr was? Ihr werdet jetzt Rache kriegen dafür, dass ihr mich da reingeworfen habt. Und jetzt ist nämlich einer von euch dran. Lucky, du darfst entscheiden. Ich darf entscheiden? Ukri, wo bist du denn jetzt auf einmal hin, hä? Ich bin gar nicht da. Ich bin gerade am Schlafen. Willst du mir damit sagen, dass du Angst hast? Junge, bist du denn so, als ob der schläft? Weißt du, was wir pranken den jetzt? Wir werden einfach... guck mal, ich mache jetzt meinen Finger nass. Ich steck den mir in den Mund. Und spuck da drauf. Und jetzt steck ich den Finger jetzt in sein Ohr. Ich steck den Finger in sein Ohr und zack! Das war Finger im Ohr! Ja, das tat gut, Ukri. Weißt du was, Ukri, ich entscheide mich für dich. Du bist als nächstes dran. Du musst jetzt hier einmal am magischen Dropper ein Blatt ziehen. Okay, bitte nichts Schlimmes, bitte nichts Schlimmes. Au, doch, Freunde, lasst allen ein Abo und ein Like da, damit eine richtig schwierige Aufgabe kommt. Am besten eine Pflichtaufgabe. Okay, auf 3, 2, 1 und 0, lasst alle ein Abo und ein Like da. Oh nein, 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 nein. Was wird da rauskommen? Was wird da rauskommen? Freunde, lasst so viele Likes da, damit die Aufgabe richtig schwierig wird und richtig gefährlich. Auf 3, 2, 0, let's go! Oh, bitte nicht ein alter Mann mit einem Stock. Okay, jetzt hast du richtig krasses Pech. Jetzt musst du ziehen. Ja, drück den Knopf jetzt. Oh, 3, 2, 1 und los! Let's go! Was steht da drin, Ukri? Sag mal her! Es ist... Wahrheit. Zum Glück nicht so schlimm wie Pflicht. Obwohl, warte mal, ich glaube, ich muss mir... was? Glatze schneiden? Okay, das ist gar kein Wahrheit, das ist Pflicht. Was ist geil? Mann, was ist das denn bitte sehr? Oh nein, das ist der Killerknopf, von dem ich am... Weg mit ihm! Aber okay, wir müssen jetzt den Glatze schneiden, ist dir schon klar, oder? Oh ja. Ich zeig's dir. Du musst ihn besiegen! Du hast es geschafft, Ukri, aber mir wird ganz schwindelig. Der hat mich attackiert. Mir wird auch schwindelig. Oh ja, Ukri, aber nicht vom Thema ablenken. Wir müssen jetzt den Glatze rasieren und stoppen ganz gut. Lol. Ich habe eine Schere in mein Inventar bekommen. Du weißt, was es heißt. Ukri, setz dich hin. Oh nein. Oh nein. Lili kann meine Haare schneiden, aber nicht du, Simlucky. Wieso nicht? Spinne! Was machen hier die ganzen gefährlichen Mobs? Naja, okay. Setz dich jetzt hin, ich schneide dir jetzt eine Glatze. Freunde, ich schneide keine Glatze. Ich schneide die schlechteste Frisur, die er je hatte. Okay. Tag, Freunde. So, ein bisschen hier. Oh ja. Mach deine Kapuze weg, okay. Und zack, 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 zack. Bisschen hier, bisschen da. Bam, bam, bam. Und zack, zack, zack. Let's go. Und zack, let's go. Warte mal, Ukri, wie sieht's aus? Du hast ja sogar meine Kapuze weggeschnitten. Was? Ukri, bleib stehen, ich will mir das einmal ganz kurz angucken. Geh nicht zu Nelly, du darfst sie nicht aufwecken. Warte mal, da gehen wir gleich hin, Ukri. Ich darf es nicht sehen, Leute, bitte nicht. Freunde, wie sieht denn bitte der Ukri aus? Oh Mann, Ukri, tut mir... Ukri, bleib doch mal stehen, ich will von vor... Ukri, ich hab außerdem keine Kapuze auch kaputt gemacht. Das will ich wollen und Hashtag Glatze in die Kommentare. Freunde, wisst ihr was? Damit Ukri nicht weiß, dass ihr nicht auslacht, schreibt alle Hashtag Glatze in die Kommentare, damit Ukri nicht traurig ist. Oh ja, schreibt Hashtag Glatze in die Kommentare. Jetzt gib mir wohl meine schöne Glatze. Ukri, ich glaube, die Glatze habe ich nicht so ganz hinbekommen. Dafür habe ich deine Kapuze kaputt gemacht und ein paar Haarstimmen übrig gelassen. Naja, ich habe genug Anzüge und die Haare wachsen auch wieder nach. Was? Oh Mann, streitet euch nicht. Warte mal, Lilly, jetzt wo du gerade Ukri bist hast, musst du jetzt deine Pflicht oder Wahrheit machen. Drück den Knopf. Ja, Lilly, du drückst den Knopf als nächstes. Haha, ich will schon sehen, wie du das stell dir vor, Ukri, die hätte die Aufgabe bekommen, Glatze schneiden. Wäre auch besser, so ganz ehrlich, Junge. Ich sehe schrecklich aus, Mann. Ich kann so nicht leben. Egal, besser du siehst schrecklich aus als ich. Wie siehst du aus, Ukri? Ich sehe aus ein bisschen wie Patrick aus SpongeBob. Der hat auch keine Haare. Was? Oh ja, stimmt. Du siehst wirklich ein bisschen aus wie Patrick. Oh Mann, Ukri. Egal, lassen wir das. Lili, drück jetzt sofort den Knopf. Okay, aber ihr sollt alle nochmal Like und Abo da lassen. Okay, Freunde, let's go. Drück den Knopf, Lili. Und schnell, Lili! Let's go! Was hast du bekommen? Lili, die haut ab, Ukri! Fangen Sie schnell!
Pupsi essen. Ey, ich glaube, die hat richtig schlechte... Wer steht? Nicht da grab! Oh, Lilly, bleib sofort stehen! Ich glaube, du hast was richtig Schlimmes bekommen, oder? Du entkommst uns nicht! Stopp, stopp, stopp! Entweder Pupsi von Billy essen oder die Aufgabe erledigen. Lilly, was hast du lieber? Die Aufgabe lautet, sag zu Arnold, dass er keine Muskeln hat. Was? Oh, ihr Freunde, ihr wisst ganz genau, wer Arnold ist. Das ist der Typ, der immer im Fitnessstudio ist. Der mit den vielen Muskeln. Okay, Lilly, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Das wird, glaube ich, böse für dich enden. Was von erledigen? Ja, aber wie kommen wir zu Arnold, bitte sehr? Warte mal. Wir teleportieren uns zu China! Wir teleportieren uns! Wow! Wir haben uns wieder teleportiert! Lilly, wo sind wir denn jetzt hier bitte sehr gelandet? Oh nein, das ist ein Gym. Lilly, kennst du eigentlich Arnold? Um ehrlich zu sein, kenne ich Arnold gar nicht. Wer ist das überhaupt? Du kennst sie nicht? Oh nein, das ist gar nicht gut. Freunde, schaut mal, da vorne ist Arnold. Wenn sie ihm sagt, dass der kleine Muskeln hat, dann rastet der richtig aus. Was macht der dort vorne? Oh nein. Oh Mann, heute ist der schlimmste Tag. Was? Oh, ich bin so sauer. Er ist schon schlecht gelaunt. Arnold, bleib stehen. Die haben mich aus dem Gym geschmissen, weil die meinen, dass ich so stark bin. Was? Oh, Arnold, das tut mir ehrlich leid. Lilly, du musst jetzt deine Aufgabe machen. Ich gehe lieber weg. Freunde. Hey, du kannst mich doch nicht allein lassen. Doch, ich lasse dich allein. Freut mich, euch mal wiederzusehen. Hab euch lange nicht mehr gesehen. Arnold, du siehst gut aus. Ich sehe gut aus. Dankeschön. Ja, aber du hast winzige Muskeln. Tut mir leid, ich habe keine Muskeln. Ich trainiere jeden Tag dreimal. Lilly, hau die Hand, da rastet du gleich richtig aus. Lilly, komm schnell weg! Oh nein, wir müssen schnell abhauen! Oh Mann, Freunde, das war echt knapp! Ich trainiere so viel, um mir leid zu machen! Oh nein! Wir müssen schnell wieder wegteleportiert werden! Let's go! Wow! Oh, Freunde, wir sind wieder zurück! Okay, Lilly, das ist echt schief gelaufen! Oh Mann! Warte mal, als nächstes bin ich wieder dran, oder? Mann, das war total gemein. Ich hatte keine Chance. Okay, Lilly. Ja, Arnold ist auch extrem stark. Und Freunde, wisst ihr was? Solange Uri nicht schaut und ich lenk mal kurz Lilly ab. Lilly, schau mal da vorne! Was meinst du dort hin? Okay, das hat einfacher geklappt, als ich dachte. Okay. Freunde, wisst ihr was? Ich werde jetzt diesen Zettel nehmen. Und zwar, die erste Frage ist, hast du einen Crush? Du musst jemanden küssen und in Badekleidung rumlaufen. Hey, Freunde. Und die werde ich jetzt hier reintun. Freunde, und wisst ihr was? Die andere Frage tue ich alle raus. Damit Lilly gleich eine von diesen Fragen kriegt. Oh ja, Freunde. Da ist wieder Lilly. Ey, Freunde, lass uns weitermachen. Die Lamas sind voll langweilig. Ich mag die gar nicht. Wer ist denn als nächstes dran, Simlucky? Wer als nächstes dran ist? Ich würde sagen, Lilly, du bist normal dran. Stopp. Guck mal, ich habe letztens als erstes gestartet. Jetzt muss Lilly als erstes starten. So ist das nur fair. Okay, dann machen wir die Reihenfolge diesmal anders. Okay, Lilly, du bist als erstes dran. Let's go, Freunde, ich hab's geschafft, Alter. Okay, mach hier dreimal, okay? Nee, die Reihenfolge ist nur anders. Lilly, jetzt musst du einen Knopf drücken. Und was kommt raus? Lilly, komm schon, let's go. Was ist es, Lilly? Freunde, bitte. Sass. Oh ja, Freunde, let's go! Warum ist das ekelhaft? Okay, weißt du was, Lilly, du musst es trotzdem machen, sonst kriegst du Bestrafung, dann musst du Billys Pupsi essen. Das willst du auf keinen Fall. Mir ist das viel zu sass, ich möchte das aber auch nicht machen. Okay, was machst du eigentlich mit dem Labern? Lilly, jetzt fang endlich an! Entweder du machst die Aufgabe oder du musst Billys Pupsi essen. Ich hol dir Okay, du kannst wieder zurückkommen. Sie hat angenommen den Deal. Okay. Okay, so Lucky, dann würde ich sagen, muss sie doch nicht Billys Pupsi essen. Warte mal, wo hast du Pupsi? Okay, Bar, du hast gerade selber Pupsi gemacht. Auf jeden Fall muss ich in Badekleidung rumlaufen. Was?
Oh, Freunde, habt ihr das gehört? Uri, hast du das gehört? Ja, ist doch voll langweilig. Wie oft habe ich meine Schwester schon in der Badekleidung gesehen? Nein, 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 Lilly, wir machen das noch krasser. Du musst in der ganzen Stadt rumlaufen. Was? Das kannst du da nicht machen. Oh, doch. Und, nein, wir werden hier teleportiert. Wow. Wow. Wir sind in der Stadt. Lilly, wo bist du? Wow, du bist ja genau ich vor mir. Okay, okay. Was macht bitte sehr die Katze hier vorne? Oh, dieser süße Hund. Darf ich dich in den Arm nehmen? Oh, was? Ja. In den Arm nehmen? Warum bist du in Badekleidung? Was? Der kann reden? Der fragt dich, warum du in Badekleidung bist. Du bist aber ein komisches Mädchen. Ich hau ab. Hör ab von dir. Nelly, Lilly, ich hab eine Challenge für dich, okay? Weißt du, was du jetzt machen musst? Du musst zu irgendeinem Bewohner der Stadt gehen von Sam Ukri City und ihn fragen, wo das nächste Schwimmbad ist. Einfach mit Badesachen in der Stadt. Was? Das kann ich doch nicht machen. Das ist zu viel verlangt. Oh, doch, musst du machen. Und zwar musst du zu genau dem Typen dort vorne. Oh Mann, der sieht richtig gruselig aus. Das sieht ja hässlicher als Billy aus. Oh ja, Lilly, viel Spaß. Ich verstecke mich hier vorne, Freunde. Weißt du, wo das nächste Schwimmbad ist? Ich rede nicht mit ungezogenen Gören. Lass mich in Ruhe mit deiner komischen Art und Weise. Ich verschwinde. Der hat dich einfach beleidigt. Oh Mann, Lilly, das... Geh weg. Das ging gar nicht gut. Weißt du was? Wir sind hier gerade in der Schule von uns. Wie wäre es, wenn du jetzt zu deinem Lehrer gehst und sagst, du willst Schwimmunterricht nehmen? Das ist die vierte Frage. Das zählt nicht mehr. Oh, das musst du jetzt machen. Und warte mal, ich glaube, ich sehe den Lehrer dort vorne. Wo ist denn der Lehrer? Der ist genau dort vorne. Oh nein, ich renne schnell weg, Ich kann das nicht tun, hier in der Stadt? Hä? Was soll das denn? Benimm dich doch, Lilly. Auf keinen Fall! Zieh dich vernünftig an! Okay, Freunde! Was redest du, Lilly? 10 Stunden nach sitzen wir euch beide! Was? Oh nein, Lilly, lass uns schnell ein paar! Okay, Freunde, wir sagen, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like, dann vergesst uns den Roblox-Kanal abzuchecken und Sam Ukri und schaut bei Ukri vorbei. Ansonsten drückt schnell aufs nächste Video, bevor uns der Lehrer kriegt! Ihr bleibt still! Kommt schnell aufs nächste Video! Abonniert! Ciao, ciao!